Itmar und Sie sehen die WNS News. Die 27. jährliche Konferenz des Verbandes der Implantathersteller ging vor kurzem zu Ende. Eins der heiß diskutierten Themen waren die ständig zunehmenden Cyberpsychoangriffe. Im Laufe des letzten Jahrzehnts ist die Zahl der Vorfälle um 43% gestiegen. Lamar Kalimski, der Verbandsvorsitzende, betonte, dass die Implantate selbst niemanden töten, sondern es die Personen sind, die diese Produkte missbrauchen. Gutes Argument, Mr. Kalimski. In Antony, außerhalb von Paris, konnte der gefährliche Linksextremist Thomas Clichy endlich festgenommen werden. Clichy stiftet seit Jahren Unruhe und drängt die europäische Regierungen dazu, Pensionen, Renten und Sozialleistungen wieder einzuführen. Und das gegen die Meinung der meisten Wirtschaftsexperten, dass dadurch das BIP sinken würde. Clichy erwarten bis zu 40 Jahre Gefängnis sowie eine Braindance-Rehabilitierungstherapie. In der Transportwelt fragen sich viele, wann sind unsere Meere wieder für uns offen? Aufgrund der roten Dekaden sind viele Schifffahrtskanäle immer noch übersät mit nicht explodierten Sprengsätzen. Und abtrünnige autonome U-Boote überfallen weiterhin Frachter auf offener See. Da Versand auf Boden und Luft beschränkt ist, sind die Transportkosten um mehr als 3000% gestiegen. Was der weltweiten Wirtschaft natürlich enorm geschadet hat. Regierungen aus aller Welt müssen unsere Meere für die Geschäftswelt endlich wieder nutzbar machen. Sprechen Sie noch heute mit Ihrem Abgeordneten. Danke für das Einschalten der WNS News. Bis zum nächsten Mal.
Ah, shit! Hast du dich verlaufen? Smalltalk ist nicht mein Ding. Frag wen anders. Bist du neu hier? Ich erinnere mich noch an so einen hässlichen, widerlichen Fettsack in diesem Laden. Mein Onkel ist kein attraktiver Mann, das stimmt. Aber man vergisst ihn nicht so schnell. Ganz toll. Kommt immer super, wenn man beim ersten Gespräch gleich ins Fettnäpfchen tritt. Die Wahrheit zu sagen, ist ein Fehler? Ob's nun stimmt oder nicht, es war unhöflich und verletzend. Was ist es dann, wenn kein Fehler? Ach, deshalb reise ich so gerne. Worte. Wir glauben zu wissen, wie wir sie benutzen, aber es gibt immer Kontext. Also, bist du neu im Geschäft? Nein. Ich bleibe nur nicht an einem Ort. Ich hatte Läden in Jakutsk, Leningrad, Wien und Glasgow. Ich wollte Night City auch mal ausprobieren. Mein Onkel hat mir den Laden vermietet, weil ich Geburtstag hatte. Ich bin 30. Ich bleibe hier, bis mir langweilig wird. Sag, was hältst du von unserer Stadt der Träume? Sie ist wunderbar. Und so anders als die UdSSR. Sie gefällt dir echt so gut? Ja, furchtbar gut. Ihr beschießt euch auf der Straße, Erste Hilfe und Notfalldienste kosten Geld. Der reine Albtraum. Aber so interessant. Ich könnte ein neues Implantat gebrauchen. Dann bist du hier definitiv richtig.
Hallo? Selbst gesehen. 400.000 im Monat. Wie bitte? 4? Ganz sicher? Hab einem Runner 10.000 bezahlt. Ich bin sicher. Solange der Scheißer lebt, werde ich keinen müden Annie sehen. Und.